So, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen unseres Webinars, das sich heute rund um die ÖGK, um das Thema rund um die ÖGK drehen wird. Wir werden über die Veränderungen für alle Versicherten reden, die sich quasi aus der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zur ÖGK, zur Österreichischen Gesundheitskasse, ergeben haben. Und wir werden darüber reden, was das heißt für uns, wie das sich auf die Leistung sich auswirkt. Und dazu haben wir einen sehr beflissenen Menschen eingeladen, nämlich den Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, den Andreas Huster. Aber den werde ich später noch kurz vorstellen. Ich mache jetzt noch ein paar Sachen organisatorisches. Zum einen könnt ihr über das Frage- und Antwort-Kästchen, das ist dieses F&A, anzeigen. Das ist da oben auf der Leiste, gibt es ein Fragezeichen und dort kann man Fragen stellen. Wir können die quasi während dem Gespräch gleich quasi an unseren Referenten stellen und wir werden dann gleich darauf antworten oder gleich darauf quasi reagieren. Und zum anderen könnt ihr Bestätigungen bekommen, Weiterbildungsbestätigungen, wenn ihr da teilnehmt oder und auch den Vortrag, also die PowerPoint-Präsentation zum Vortrag, die heute vom Referenten vorbereitet worden ist. Und bitte, wenn ihr das wollt, schreibt auch in dieses F&A-Kästchen euren Namen rein. Dann wissen wir, ihr braucht das und wir schicken es euch per Mail zu. Also bitte euren Namen da reinschreiben. Ja. Dann sage ich noch quasi, ich bin der Markus Netter von der Gewerkschaft Wieder. Und bei der Gewerkschaft Wieder kann man auch Mitglied werden. Es gibt immer wieder auch Personen, die nicht Mitglied sind und zuschauen. Und die würde ich ersuchen oder würde mich freuen, wenn ihr Gewerkschaftsmitglied werdet und quasi dieses Format damit auch mit unterstützt. Unter www.wieder.at kann man Gewerkschaftsmitglied werden. Also, so viel zum Organisatorischen. Und jetzt quasi wenden wir uns dem Thema zu. Hallo, lieber Andreas Huss, du bist Hallo Martin. gelernter Tischler, bist aus Salzburg, warst dort auch quasi in der Salzburger Gebietskrankenkasse, seiner Vorgängerorganisation Obmann, arbeitest in der Gewerkschaft Bauholt. Und bist jetzt quasi der Obmann, der Halbjahresobmann, aber zu später der Österreichischen Gesundheitskasse. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Gut, dann Hallo und schönen guten Tag an die Bildschirme zu Hause oder wo immer ihr seid. genau. Hallo. Das heißt, wir würden gleich, ich werde jetzt gleich versuchen, deine Präsentation zu teilen. So. Und ich würde sagen, du kannst Wir loslegen. müssten nur von der ersten Ah Seite ja, das ist anfangen, das ist natürlich nicht die letzte. vollkommen richtig. Von hinten nach vorne Ja, auch möglich, aber aber nicht der Sinn der Sache. mir hat das Zitat so gut gefallen. Ich glaube, deswegen bin ich hängen geblieben. So, warte mal. Kann ich das nochmal einstellen? Das ist ja bei Teams immer alles ein bisschen schwieriger als bei Zoom. Dafür ist es so sehr gut. So, ich ersuche den Wort. Ja. Soll ich weiterklicken? Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Markus, vielen Dank noch einmal für die Einladung zu eurem Webinar. Freut mich sehr, als Bauholzler sozusagen auch immer wieder mal vortragen zu dürfen. Ich habe das eh schon das eine oder andere Mal gemacht, aber ich freue mich auch immer wieder, auch aus meiner Bauholzblase rauszukommen und Kolleginnen und Kollegen, wenn auch nur via Bildschirm jetzt momentan, von anderen Gewerkschaften kennenzulernen und mit euch zu diskutieren. Und ich bitte schon jetzt um viele Fragen. Ich möchte meinen Vortrag, der da aus irgendwelchen 20 oder 25 Folien besteht, nicht jetzt einfach statisch runterbeten, sondern mir ist immer wichtig, vielleicht auch auf die andere eine oder andere Folie zu verzichten, aber dafür mehr mit euch zu diskutieren. Also bitte, wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, eure Hand zu heben. Und was du vielleicht den Satz oder den Absatz doch aussprechen und dann werden auch sofort die Fragen aufrufen. Es ist mir wichtig, dass wir das auch immer wieder einbauen. Also die Folien oder dieser Vortrag steht natürlich zur Verfügung. Der Markus hat schon gesagt, Mitteilung und hier wird es auch bekommen. Das heißt, wenn wir auch nicht zu allen Folien jetzt kommen können, möglicherweise in diesen 1,5 Stunden, dann habt zumindest noch was zum Nachlesen. Ja, ich
bin in meiner Funktion momentan Obmann der österreichischen Gebietskranken, der österreichischen Gesundheitskasse. Ich bin immer noch bei der Gebietskrankenkasse. Ist mir einfach sympathischer nach wie vor, aber es ist jetzt so und wir nehmen das auch zur Kenntnis und wir nehmen auch zur Kenntnis, dass diese ÖGK jetzt da ist und dass wir sie nicht mehr wegbekommen und dass sie jetzt so ist, wie sie ist. Und wir als Arbeitnehmervertreter, und der Markus ist ja auch mit mir im Verwaltungsrat der ÖGK, versuchen halt jetzt das Beste daraus zu machen und zu schauen, dass wir in dieser ÖGK, auch wenn wir dort als Arbeitnehmervertreter nicht mehr die Mehrheit haben, trotzdem unsere Arbeitnehmerthemen, unsere gesundheitspolitischen Arbeitnehmerthemen entsprechend durchzubringen. Und ja, da gibt es natürlich Interessenskonflikte und da gibt es sozusagen die Interessen, die wir haben, die sozusagen in unserer ÖGK, in unserer Versicherung sozusagen niederschlagen und die wir in Richtung Ausbau der Gesundheitsversorgung umsetzen möchten und die Interessen der Wirtschaft, die natürlich jetzt weniger auf die Gesundheit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schaut, sondern mehr ihre Interessen bedienen möchte. Da kommen wir aber dann später noch dazu, welche Interessen das so sind, die die Wirtschaft mit unseren Beiträgen da bedienen möchte. Ja, zur Übersicht, was haben wir heute vor? Ich möchte, und das ist mir immer wichtig, ein bisschen zurückschauen, so ein bisschen Geschichte der Sozialversicherung in Österreich, und schauen, wie ist denn diese Sozialversicherung oder die Krankenversicherung, ich möchte mich auf die Krankenversicherung ein bisschen konzentrieren, entstanden. Nachher sozusagen, wie ist denn das mit der Kassenfusion gewesen, wie ist diese Kassenfusion zustande gekommen, was ist da alles versprochen worden, erklärt worden, mit welchen Argumenten hat man denn diese Kassenfusion begründet? Ja, die unterschiedlichen Interessen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressensvertretung in unserer ÖGK. Und ja, was gibt es aktuelle Themen, die wir momentan auch bearbeiten? Und auch das, wenn noch Zeit bleibt, ein bisschen hineinschauen in das Arbeitnehmerprogramm der ÖGK. Wir als Arbeitnehmerinteressenvertretung entwickeln ja jedes Jahr mit 1. Juli, wenn wir sozusagen wieder die Obmannschaft übernommen haben, oder für diesen 1. Juli ein Arbeitnehmerinnenprogramm, wo wir unsere Positionen, unsere Ziele, unsere Vorstellungen für eine gute oder für eine noch bessere Gesundheitsversorgung in Österreich dokumentieren. Also das legen wir vor und dazu hat es mit 1. Juli 2021 eine neue Version gegeben und für den 1. Juli 2022 haben wir jetzt schon die ersten Ideen schon wieder gesagt, welche Dinge aus Covid heraus und so weiter noch nötig werden, ein gutes Gesundheitssystem auch zu präsentieren. Ja, also ich beginne mal mit der Frage der Geschichte der Sozialversicherung in Österreich. Und ich stelle, wenn ich Live-Veranstaltungen mache, immer so die Frage an die Mitglieder, an die Betriebsräte, ja, was war denn als erstes geschichtlich gesehen da? Hat es zuerst sozusagen die Gewerkschaft gegeben oder hat es zuerst die Sozialversicherung, die Krankenversicherung gegeben? Und natürlich, die meisten Gewerkschafter sagen, ja, natürlich, die Gewerkschaft hat es gleich gegeben und dann ist die Sozialversicherung. Und die sind dann immer ein bisschen enttäuscht, wenn sie sagen, naja, so ist es nicht, es ist umgekehrt gewesen, denn die Gewerkschaften hat es ja per Gesetz sozusagen erst mit dem Jahr 1867 geben dürfen, weil da vorher hat es ja sozusagen ein Verbot für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben, sich in Interessensvertretungen zusammenzufinden. Erst mit 1867, mit der Koalitionsfreiheit, ist es dann möglich gewesen, erste Gewerkschaftszellen zu gründen. Und ich selbst komme aus der Gewerkschaft Bauholz und wir haben also vor einigen Jahren, im Jahr 2017, genau, haben wir sozusagen unsere 150 Jahre gehabt und da haben wir recherchiert sozusagen, dass es die erste Gewerkschaftszelle in der Gewerkschaft Bauholz in Wien gegeben hat. Das ist ein kleiner Gewerkschaftsverein gewesen, der Vergolder und Stapierer, und dieser Gewerkschaftsverein, diese Gewerkschaftszelle war vor 1887 ein Arbeiterunterstützungsverein. Und aus diesem Arbeiterunterstützungsverein hat sich dann sozusagen diese erste Gewerkschaftszelle in der Gewerkschaft Bauholz entwickelt. Und die Unterstützung hat sich auf Krankheit ergeben. Eben genau. Und dazu komme ich dann. Und ich selbst komme aus Salzburg. Und in Salzburg haben wir recherchiert, hat sozusagen in unserer Gewerkschaft als ersten Verein gegeben, den Halleiner Maurer gesehen, Unterstützungsverein. Der ist also aus 1851 haben sich die Halleiner Maurer gesehen in einem Verein zusammengefunden, bei Gewerkschaft, wie gesagt, was sie nicht drin dürfen.
und haben sich Statuten gegeben und so weiter und haben gesagt, okay, jeder, der bei uns in eine Kasse und im Geld muss hier in allen gibt's diese Kasse noch, das ist eine ganz, ganz schwere Eisenkasse, die steht dort im Museum mit dem Kassabuch und mit einer Fahne und mit der Uniform dieser Mauergesellen und so weiter, also das war ein ganz traditioneller Verein und diese Mauergesellen in Hallen haben sich einmal im Monat getroffen und haben einen Beitrag in diese Kasse einbezahlt. Ja. Und wenn einer von diesen Mauergesellen krank war, dann ist die Kasse aufgemacht worden. Und dann ist das Medikament oder der Arzt oder Unterstützung für die Familie, weil Krankengeld in dem Sinn oder Enkeltwort, sondern logischerweise hat es nicht gegeben. Wenn du nicht gearbeitet hast, dann hat er Geld gekriegt. Und aus diesem Unterstützungsverein sind kranke Arbeitnehmer dann, die natürlich Vereinsmitglieder waren, entsprechend unterstützt worden. Das ist sozusagen die erste Selbsthilfegruppe in Wirklichkeit von Arbeitnehmern gewesen, die sich im Falle von Krankheit eben mit diesem Verein eben selbst geholfen haben. Und nachdem sich die Mauerzölle in Hallen oder die Vergoldungsscharfiere in Wien, wo auch immer, einmal im Monat getroffen haben, ist da natürlich nicht über das Kranksein geredet worden, logischerweise, sondern man hat sich unterhalten über die Arbeitsbedingungen, in welcher Baufirma geht es dir wie und wo sind bessere Arbeitsbedingungen, wo wird mehr Zeit und so weiter. Also das heißt, man hat sich natürlich auch in diesen Unterstützungsvereinen mit ursprünglich gewerkschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Und als dann 1867 diese Koalitionsfreiheit gekommen ist, haben sich sukzessive aus diesen Unterstützungsvereinen eben erste Gewerkschaftsthemen gegründet. Ja, und das kann man sich jetzt so vorstellen, dass es dann sofort eine Landesorganisation oder eine Bundesorganisation gegeben hat. Das wird auch bei der WIDA bzw. bei den früheren Gewerkschaften, die sicher nicht so gewesen sein, sondern da hat es halt eben den Verein oder die Gewerkschaft der Vergolder und Staffierer in Wien gegeben und die Mauergesellen in Hallein und die Mauergesellen in Linz und die Tischlergesellen in Graz und so weiter. Und es hat dann Jahrzehnte gedauert, bis sich diese einzelnen Gewerkschaftszellen dann miteinander verbunden und vernetzt haben und so weiter, weil man war natürlich auch nicht so mobil. Und erst 20 Jahre später hat es dann die ersten Landesverbände gegeben, die sich sozusagen mit den Inhalten der heutigen Gewerkschaft Bauholz sozusagen auseinandergesetzt haben. Und erst 25 Jahre später hat es sozusagen den ersten Bundeskongress der Gewerkschaft Bauholz zum Beispiel gegeben. Also, entschuldigt, wenn ich da ein bisschen mehr von der Gewerkschaft Bauholz erzähle, aber da war sie einfach mehr, glaube ich, in der Wiener Weise ähnlich gewesen sein, nehme ich jetzt einmal an. Ja. Das heißt also quasi. Und es ist einfach wichtig, also für mich immer wieder zu den Wurzeln zurückzugehen und sagen, die Sozialversicherung ist nicht irgendwas, ja, das ist nicht was der Staat uns geschaffen hat oder was uns die Unternehmer geben oder was uns irgendwer geschenkt hat, sondern die Sozialversicherung, die Krankenversicherung ist eigentlich die Mutter der Gewerkschaftsbewegung, wenn du so willst. Ja. Also das heißt, aus diesen Unterstützungsvereinen, aus diesen Krankenvereinen sind eben die Gewerkschaften entstanden. Und das ist mal so wichtig, wenn man dass sich manche unserer Kollegen immer wieder schwer tun, so die Verbindung zwischen Krankenversicherung und Selbstverwaltung in der Krankenversicherung zur Gewerkschaftsbewegung herzustellen. Ja. Das ist eine ganz enge Verbindung und ich sage immer, neben Betriebsrat und Gewerkschaft und Arbeiterkammer ist die Sozialversicherung in der Arbeitnehmerinteressensvertretung sozusagen das vierte Standbein. Ja. Das darf man einfach, das muss man immer mitdenken. Das gehört sozusagen in die Arbeitnehmerinteressensvertretungsfamilie dazu. Ganz egal, ob das die Krankenversicherung ist, ob das die Pensionsversicherung ist, ob das die Unfallversicherung ist. Es ist Teil unserer Interessenspolitik, wenn man so möchte. Ja. Weil wir natürlich als Gewerkschaft auch Wert legen, dass wie wenig gut funktionierende Unfallversicherung haben, dass wir funktionierende Pensionsversicherung haben mit Pension und Rehabilitation und alles, was da dazugehört und natürlich eine gut funktionierende Krankenversicherung haben, die uns unsere Risiken mit Krankheit und Unfall im Bedarfsfall entsprechend abdeckt. Also das ist eine ganz ureigenste Gewerkschaftsaufgabe und aus dem Grund ist mir das auch immer so wichtig zu erwähnen bei Seminaren, welche wichtige und untrennbare Verbindung es da gibt und warum in der Selbstverwaltung, das heißt in den Vorständen, in den Verwaltungsräten der einzelnen Sozialversicherungsträger auch immer Gewerkschafter drinnen sitzen und dort entscheiden, was mit den Beiträgen, was mit unseren Beiträgen, die wir dort einzahlen, auch passieren soll und was da auch tatsächlich Sache ist. Ja,
Ihr seht es auf der Folie, ab 1880 haben sie die Gewerkschaften, die dann schon ein bisschen etablierter waren, dann überlegt, naja, das mit diesen freiwilligen Vereinen ist nicht wirklich das Gelbe von mir. Ja. Also das, da kannst du dabei sein, musst du aber nicht. Die Risikogemeinschaft, das ist der Versicherungssprech, ja. Das heißt, je mehr Menschen in der Versicherung einzahlen, desto größer ist die Risikogemeinschaft, desto mehr kann sich die Versicherung leisten. In diesem Mauergesellen Unterstützungsverein in Allen, das ist verbüchert, hat es 85 Mitglieder gegeben. Ja. Das war natürlich eine sehr kleine Risikogruppe. Also wenn da mehrere Menschen krank waren, dann war die Kasse schnell weniger sozusagen. Und es war nur freiwillig sozusagen. Also es hat jemand mitmachen können oder nicht. Und man hat dann so die, ab 1880 die Idee gehabt, ja, wäre gut, wenn man gesetzliche Krankenversicherungen schaffen würde, wo jeder verpflichtend was einbezahlt und wo jeder auch einen gesetzlichen Anspruch auf Leistungen hat. Und ab 1880 hat es dann eben diese ersten Bezirkskrankenkassen gegeben, die dann auch wieder sehr berufsständisch organisiert waren. Also da hat es dann die Bezirkskrankenkasse für die Eisenbahner mit Sicherheit gegeben. Ich weiß es jetzt nicht, aber mit Sicherheit hat es die gegeben. Dann hat es die Bezirkskrankenkasse für die Maurer gegeben und die Bezirkskrankenkasse für die Menschen im Gastgewerbe und so weiter. Und so hat es dann gesetzliche Krankenversicherungen auch schon langsam gegeben. Bis 1887 haben sie dann einige dieser Krankenkassen entwickelt und noch zur Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert hat es in ganz Österreich 3700 Bezirkskrankenkassen gegeben. Also das heißt, so viele Bezirke haben wir nicht, aber ja, eben für jede Berufsgruppe irgendwie so eine eigene gesetzliche Bezirkskrankenkasse. Also damit man sieht, also wie viele Krankenkassen wir in der Jahrhundertwende nicht gehabt haben. Und das hat damit zu tun gehabt, dass die halt sehr berufstätig organisiert waren. Ja. Ein großes Problem hat es natürlich in dieser Zeit gegeben, es war Kaiserzeit. Und wir waren noch in der Monarchie und die Arbeitnehmer, das wissen wir, also auch wenn es manche Menschen gibt, die auch die Monarchie heute noch verherrlichen, ja, also Arbeiter war in der Monarchie nicht wirklich was wert. Also das war eine sehr arbeitnehmerfeindliche Zeit, logischerweise. Und jetzt haben die Herrschenden und die Bürger und vor allem die Unternehmer so irgendwie die Bedenken gehabt, naja, wenn wir da jetzt gesetzliche Krankenkassen schaffen, ja, und die Arbeitnehmer dann diese Krankenkasse selbst verwalten, weil das war natürlich klar, wenn es da gesetzliche Krankenkasse gibt, dann muss die auch, so wie der Mauergesellen Unterstützungsverein, von den Arbeitnehmern selbst verwaltet werden. Deswegen reden wir ja da über Selbstverwaltung. Also das heißt, das ist keine staatliche Krankenversicherung gewesen, sondern die ist wirklich von den betroffenen Arbeitnehmern selbst verwaltet worden. Hat es natürlich große Ängste gegeben. Ja, da hat man gesagt, naja, wenn die dann irgendwie so viel Geld haben und was machen die damit? Und natürlich war der Klassenkampf noch ein ganz anderer und nicht, dass die dann Waffen kaufen damit und so weiter. Also diese Befürchtungen hat wirklich gegeben, wer sich mit dem Thema ein bisschen näher auseinandersetzen möchte, liest zum Beispiel die Habilitationsschrift von Heinrich Dallosch, das ist einer der profundesten Sozialwissenschaftler in Österreich, der sich mit der Geschichte der Sozialpartnerschaft und insbesondere auch mit der Geschichte der Sozialversicherung sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Und da hat man große Ängste gehabt. Und man hat also gesagt, naja, wir möchten, dass Unternehmer sozusagen in dieser Selbstverwaltung ein Kontrollrecht bekommen. Also das heißt, man wollte dann ab dem Zeitpunkt der gesetzlichen Krankenkassen im Unternehmer auch in diese Krankenversicherung, diese Selbstverwaltung hineinsetzen, um dort zu kontrollieren, dass die Arbeitnehmer mit dem Geld irgendwie kein Blödsinn machen. Ja. Jetzt haben wir aber die Schwierigkeit gehabt, wenn man es so organisiert wie vorher, dass natürlich nur Arbeitnehmer in diese Kasse einbezahlen, mit welchem Recht setzt man dann Unternehmer dort hinein? Ja. Und man hat sozusagen diesen Trick gemacht und hat diesen Beitrag, diesen Krankenversicherungsbeitrag getrennt und hat gesagt, man macht einen Arbeitnehmerbeitrag und einen Arbeitgeberbeitrag draus. Ja. Also das heißt, man sagt, die eine Hälfte bezahlt der Arbeitnehmer von seinem Mondzettel weg sozusagen oder von seinem Gehalt weg und den anderen Teil, ja, den liefert der Arbeitgeber sozusagen als Arbeitgeberbeitrag. Ab. Ja, und mit dieser Finke oder mit diesem Schwer sozusagen hat man dann gesagt, okay, und jetzt gibt es auch die Berechtigung, dass Arbeitgeber da ein Kontrollrecht haben. Und es ist aber immer nur als Kontrollrecht ausgewiesen worden, also nie als Mitspracherecht, als volles, sondern nur um zu kontrollieren, dass da so irgendwie kein Blödsinn passiert mit dem Geld. Ja. Klar ist, auch das ist bei Dallosch nachzulesen, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmerbeitrag, sobald dieses Geld in der Versicherung liegt, ja, ist es Eigentum des Arbeitnehmers. Ja. Also das heißt,
da kann der Dienstgeber nicht sagen, also mir gehört jetzt die Hälfte dieser Versicherung, ja, oder ich kann die mit der Hälfte anschaffen, was mit dem Geld passiert und so weiter. Also auch in der Unfallversicherung, die sozusagen zur Unternehmerhaftpflichtablöse herangezogen wird, um sozusagen das Risiko, wenn ein Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit erleidet, dann hätte sozusagen der Dienstgeber das Risiko gehabt, für die Heilungskosten oder für diese Unfallbehandlung aufzukommen. Um dieses Risiko abzulösen, das nennt man Unternehmerhaftpflichtablöse, hat man die Unfallversicherung geschaffen. Mit dieser Unfallversicherung kauft sich das Unternehmen sozusagen vom Risiko frei, ja, und bezahlt für den Arbeitnehmer eine Unfallversicherung. Aber auch da ist klar, dieser Beitrag zur allgemeinen Unfallversicherung ist, sobald er bezahlt ist, Eigentum des Arbeitnehmers. Ja. Man kann es heute vergleichen mit der Abfertigung neu, wo der Arbeitgeber 1,53% der Bruttolohnsumme in die Abfertigungskasse bezahlt. Ja. Das ist ein Lohnbestandteil, wenn man so möchte. Aber sobald das Geld in der Abfertigungskasse drinnen liegt, ist es mein Geld als Arbeitnehmer und der Dienstgeber hat da keinen Zugriff mehr. Ja. Also das heißt, das ist mir auch wichtig, so zu erwähnen, wie dieser Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag historisch entstanden ist, warum es den gibt. Ja. Und das aber immer klar war, es ist kein Mitwirkungsrecht, sondern es ist ein reines Kontrollrecht. Also nur um zu kontrollieren, dass die Arbeitnehmer da in ihrer Selbstverwaltung kein Blödsinn machen mit dem Gut. Kurz zusammengefasst. Ja. Aber noch einmal, klar war immer, das Geld, das in den Kassen liegt, ist Eigentum der Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber. Und die ÖGK, also umgelegt auch die ÖGK hat 7,4 Millionen Versicherte. Und die 7,4 Millionen Versicherte bezahlen, egal ob als Dienstnehmer oder Dienstgeberbeitrag, im Jahr rund 15 Milliarden Euro in die ÖGK ein. Und ganz klar ist, diese 15 Milliarden Euro sind Eigentum der 7,4 Millionen Versicherten. Ja, sie sind nicht Eigentum des Dienstgebers, sondern sie sind Eigentum der 7,4 Millionen Versicherten. Das ist ganz klar zu sagen. Und verwalten tun dieses Eigentum diejenigen, die sozusagen von der Interessensvertretung, von der gesetzlichen Interessensvertretung in die Verwaltungsräte dieser Versicherungen entsandt sind. Wir, der Markus und ich und noch vier andere Kollegen sind von der Arbeiterkammer entsandt und die sechs Verwaltungsratsmitglieder der Wirtschaftskammer sind von der Wirtschaftskammer in den Verwaltungsrat entsandt. Und die entscheiden gemeinsam, was mit diesem Geld passiert. Früher, ab 1880, wie wir es da sehen, war es so, nachdem klar war, es ist nur ein Kontrollrecht, dass von 10 Vorstandsmitgliedern in den damaligen Kassen 8 Mitglieder Arbeitnehmer sein müssen und 2 Mitglieder Arbeitgeber sein müssen. Ja. Also das heißt, die Arbeitgeber haben nie bis 2019 nie die Mehrheit in der Sozialversicherung gehabt. Ja. Weil immer klar war, sie haben kein Mitspracherecht, das Geld gehört nicht ihnen, sondern sie haben ein Kontrollrecht. Das ist extrem wichtig zu wissen. Wenn wir uns die Situation ab 2019 anschauen, dann spielt das eine große Rolle. Also das ist mir wichtig, dass man auch versteht, warum ab 1880 auf einmal die Arbeitgeber in einer Arbeitnehmerversicherung als Kontrollmöglichkeit drin gesessen sind. Interessensgegensätze hat es natürlich von Anfang an gegeben. Ja, die Dienstgeber haben logischerweise immer andere Interessen gehabt, ja, als die Dienstnehmer haben. Das ist auch klar, das ist unser tägliches Geschäft in der Sozialpartnerschaft, ja, dass wir uns mit diesen Interessensgegensätzen auseinandersetzen. Und die Organisation, also diese Mehrheitsverhältnisse in den Sozialversicherungsträgern waren bis 2019 mehr oder weniger unverändert. Im Austrofaschismus hat es dann einmal ein Verhältnis 3:7 gegeben und das ist ein bisschen stärker in Richtung Dienstgeber gewandert. Aber auch im Austrofaschismus, in der schwärzesten Zeit dieser Republik sozusagen, hat es trotzdem eine Mehrheit der Arbeitnehmer gegeben in der österreichischen Sozialversicherung. Ja, bis 2019, da sollte sich dann ändern. Sollte sich dann entsprechend ändern. Ja, vielleicht ganz kurz, wenn Fragen dazu auftreten, bitte gleich
in den F&A, also in den Fragen- und Antworten-Blog reinschreiben, dort, wo ihr auch reingeschrieben habt, dass ihr eine Teilnehmerbestätigung braucht, und wir würden sie dann gleich direkt beantworten. Die Pause genutzt, einen Schluck zu trinken. So, naja, und dann hat sozusagen ab 2017, hat sozusagen ab September, glaube ich, hat es dann diese erste türkisblaue Bundesregierung gegeben. Und das war im Vorfeld auch immer klar, die Dienstgeber oder die Wirtschaftskammer hat seit Jahren argumentiert, sozusagen, sie bezahlen ja die Hälfte und es wäre ungerecht, dass sie sozusagen nicht mit der Hälfte in diesen Selbstverwaltungsgremien sind. Wir haben ihnen gesagt, ihr zahlt überhaupt nicht die Hälfte, sondern ihr leistet sozusagen per Gesetz einen Beitrag in die Krankenversicherung der Arbeitnehmer. Ja, also das ist ein gesetzlich verpflichtender Beitrag, der, sobald er in der Kasse ist, Eigentum der Arbeitnehmer ist, und ab dem Zeitpunkt habt ihr da gar nichts mehr mitzureden. Ja. Und das war immer unsere Position. Aber Schwarz-Blau hat es dann möglich gemacht, dass sich die Wirtschaftskammer mit ihren Interessen entsprechend durchsetzt. Und die Wirtschaftskammer hat natürlich Interesse. Ja. Eine Kasse mit 15 Milliarden Euro, ja, mit vielen Vertragspartnern. Ja. Wir bringen die Leistungen ja nicht selber. Wir haben ja ganz viele Vertragspartner, die Gesundheitsleistungen für unsere Versicherten erbringen, die Wirtschaftskammermitglied sind, die haben natürlich auch Interesse, an diesem großen 15 Milliarden Geldkuchen ein bisschen mitzunaschen. Ja, das ist vollkommen klar. Und die Interessensvertretung dieser Unternehmer hat natürlich das ganz große Interesse, dass ihre Interessen auch in der ÖGK entsprechend vertreten sind, sodass da in diesem Finanztopf, in diesem großen sozusagen auch ihre Interessen eine größere Rolle spielen, welche Interessen es im Detail sind, da kommen wir dann später noch dazu. Aber wenn man sich dieses Sozialversicherungsorganisationsgesetz in der Genese jetzt anschaut, dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, der Bundeskanzler Kurz, der damalige, und der Vizekanzler Strache, haben ihm gemeint, ja, und das, die neuen Kassen, und das ist so ein riesen Verwaltungsaufwand, und man muss das zusammenlegen, und dann wird das alles einfacher, und dann wird es eine Patientenmilliarde geben, und dann wird es weniger Dienstautos geben, und dann wird auf einer Funktionärsmilliarde eine Patientenmilliarde und so weiter und so fort. Und man hat uns sozusagen das Blaue vom Himmel erzählt, was dann alles besser wird, und es wird natürlich einheitliche Leistungen von nach ganz Österreich geben. Das ist das Hauptargument, das auch tatsächlich bei den Arbeitnehmern und bei den Versicherten am meisten gezählt hat, glaube ich. Und also war uns das wirklich das Blaue vom Himmel erzählt. Ja. In Wirklichkeit ist von einer Leistungsharmonisierung, und das seht ihr hier, in der Zielsetzung dieses SVGs überhaupt nie die Rede gewesen. Ja. Sondern das Ziel, das die Bundesregierung tatsächlich in dieses SVG hineingeschrieben hat, waren in Wirklichkeit nur drei Ziele. Zum ersten diese Strukturveränderung, nämlich die Machtübernahme durch die ÖVP und durch die FPÖ, ja, dass nicht mehr etwa im Vorstand der ÖGK bei 10 Vorstandsmitgliedern 8 Arbeitnehmer sitzen und 2 Arbeitgeber sitzen, sondern im Verwaltungsrat der ÖGK sitzen jetzt 12 Mitglieder. 6 davon werden von der Wirtschaftskammer entsandt und 6 davon werden von der Arbeiterkammer entsandt. Und man hat sozusagen mit Unterstützung des ÖRB, und der Markus weiß das, dass das eine Mitglied, der eine Arbeitnehmer, der vom ÖRB nominiert wird, immer mit dem Wirtschaftsbund Menschen des Wirtschaftsbunds mitstimmt. Also das heißt, die ÖVP und der Wirtschaftsbund hat mehr oder weniger in unserer Arbeitnehmerversicherung, wo zu 100% unser Eigentum drinnen liegt, als Arbeitnehmer die Mehrheit übernommen. Ja, ich habe das immer so verglichen, dass ich gedacht habe, was ist der nächste Schritt, dass der Dienstgeber mir anschaut, was ich mit meinem Gehalt tun muss oder tun darf, und ich ihn fragen muss, ob ich mir eine neue Waschmaschine kaufen darf, wenn die Artikel gut ist oder so. Also so kommt uns das vor. Aber ja, das ist eben diese Machtübernahme, die sich wirklich die Wirtschaftskammer seit Jahren gewünscht hat, die ist von dieser schwarz-blauen Regierung oder von dieser türkis-blauen Regierung entsprechend umgesetzt worden. Das zweite große Ziel ist Lohnnebenkostensenkung, allerdings für Dienstgeber. Also das heißt, das hat der Wirtschaftsbund immer gesagt, jedes Einsparungspotenzial, das sich durch diese Zusammenlegung ergibt, und da haben Sie von einem hohen Einsparungspotenzial geträumt, muss einer Lohnnebenkostensenkung für die Dienstgeber folgen. Das heißt, die
der Krankenversicherungsbeitrag, den die Dienstgeber als Dienstgeberbeitrag einzahlen, muss geringer werden. In einem ersten Schritt hat man das zwar nicht bei der Krankenversicherung schon umgesetzt, sondern bei der Unfallversicherung. Mit diesem SVG ist nämlich schon beschlossen worden, dass die Unfallversicherung 0,2% weniger an Unfallversicherungsbeiträgen bekommt. Das sind pro Jahr rund 120 Millionen Euro. Das erinnert sich auch an den Wahlkampf 2017 erinnern, wo man groß versprochen hat, es wird die Abgabenquote gesenkt und so weiter und die Arbeitszeit wird verändert und. Und einer der ganz großen Spender des Sebastian Kurz ist damals der Herr Pierer gewesen von KTM, der rund 500.000 Euro in die Wahlkampfkasse der ÖVP gespendet hat. Und alleine mit dieser Lohnnebenkostensenkung in der AOVA durch diese 0,2% hat sich der Herr Pierer im Monat einen AOVA-Beitrag von 50.000 Euro erspart. Also das heißt, in 10 Monaten hat er diese Spende an die ÖVP wieder erinnern gehabt, aber den Vorteil hat er eben immer noch, logischerweise, nur damit man mal auch sieht, Spenden sind nie irgendwas, was ein Unternehmer sozusagen aus Jux und Dollerei macht, sondern er erwartet sich immer was. Und diese Erwartung, speziell diese Empirer, die ist natürlich erfüllt worden. Und wenn man jetzt weiß, dass auch die Unica über ihre Premica-Mitspitäler 50.000 Euro oder nur 50.000 Euro an die ÖVP gespendet hat, dann führt uns das zum dritten Punkt. Das dritte Ziel in diesem Sozialversicherungsorganisationsgesetz war nämlich, den Zugang privater Dienstleistungsanbieter, Gesundheitsdienstleistungsanbieter im öffentlichen Gesundheitssystem zu erleichtern. Ja, und wenn man dann weiß, was dann im SVG alles mitbeschlossen wurde, dann weiß man auch, was hinter diesem Satz zu verstehen ist. Wie ihr wisst oder gehört habt, ist ja mit diesem SVG auch beschlossen worden, dass die Privatklinik Währing in den erlaubten Kreis der Krieglaufspitäler, also der Spitäler der Privatkrankenanstalten aufgenommen wird, weil der Herr Bernhard Borsig, das ist der medizinische Leiter dieser Privatklinik, wäre ein guter Freund, das kann ein Stachel war oder ist, ja. Und der Herr Grubmüller, der Inhaber dieser Privatklinik wäre an die FPÖ auch für den Wahlkampf 10.000 Euro gespendet hat. Und aus dem Grund hat sich der Herr Stachel sehr, sehr stark dafür eingesetzt, dass diese Schönheitsklinik, und die war und ist ja nicht mehr oder weniger immer noch eine Schönheitsklinik, in diesen erlauchten Kreis der Privatkrankenanstalten aufgenommen wird. Das wäre jetzt noch gar nicht störend, ja, wenn nicht die ÖGK-Beitragszahler im Jahr vorher schon rund 120 Millionen Euro aus ihren Beitragen in diesen Privatkrankenanstaltenfonds hineinbezahlt hätten. Und mit diesem Sozialversicherungsorganisationsgesetz noch einmal beschlossen wurde, dass die Krankenversicherung, die öffentliche Krankenversicherung zusätzlich dafür, dass die Privatklinik Währing, und das war der Deal zwischen ÖVP und FPÖ, dass die Privatklinik Währing in diesen Kreis hineinkommt und da mitnaschen kann an dem Geld, dass die Beitragszahler zusätzlich noch einmal 15 Millionen Euro pro Jahr in diesen privaten Krankenanstaltenfonds einbezahlen müssen. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen was zu diesem Fonds, was der macht, weil ich nehme nicht an, dass alle aus dem Gesundheitswesen sind, die meisten werden es eh wissen, aber dieser private Krankenanstaltenfonds ist einmal grundsätzlich nichts Böses, sondern das ist ein Fonds, der 2003 geschaffen wurde, um jene Gesundheitsleistungen, die nicht in öffentlichen Spitälern erbracht werden, sondern in einem privaten Spital erbracht werden, auch durch das öffentliche Gesundheitssystem mit zu finanzieren, weil es uns ja grundsätzlich egal sein kann, wenn jemand zum Beispiel eine Kniegelenksprothese braucht, ob die in einem öffentlichen oder privaten Spital jetzt eingebaut wird, ist also grundsätzlich egal. Der Vorteil ist, wenn sie nicht in einem öffentlichen Spital eingebaut wird, sondern in einem privaten Spital, dass man eben die Wartezeiten im öffentlichen Spital verkürzen kann und jemand, der keine Privatversicherung und somit keinen Zugang in ein Privatspital hat, eben früher drankommt. Also haben wir mal grundsätzlich nichts dagegen, dass es Privatspitäler gibt und dass es diesen Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds gibt, der sozusagen eben Geld aus unseren Beiträgen bekommt, um diese Leistungen auch im Privatspital auch entsprechend zu erbringen. Also grundsätzlich ist die Konstruktion einmal grundsätzlich nichts Böses. Also das kann man so haben, wenn man das möchte, in der Türkei. Ich sehe es grundsätzlich entspannt. Vor 2003
hat halt jedes Spital mit der ÖGK bzw. mit der örtlichen Gebietskrankenkasse einen Direktverrechnungsvertrag abgeschlossen. Also das heißt, ein Versicherter der Salzburger Gebietskrankenkasse in Tigraun zum Beispiel, das ist eine Privatklinik, sich seine Knieprothese einbauen lassen hat, und wir als Salzburger Gebietskrankenkasse halt den Kassenanteil direkt an Tigraun überwiesen und die Privatversicherung hat dann den Rest überwiesen. Das war legal ist. Wohin man es zahlt. Eben, genau so ist es. Also das heißt, das ist die Regelung vorher gewesen. Jetzt bezahlen wir das Geld pauschal in den Brickhaft hinein und der Brickhaft rechnet sozusagen mit diesen Mitteln entsprechend ab. Der einzige oder drei Nachteile gibt es, ja, wenn so wie im Jahr 2020 weniger Leistungen durch den Privatspitäler erbracht werden, weil dass einfach im Jahr 2020 viel weniger Operationen stattgefunden haben. Insgesamt zahlen wir dasselbe Geld hinein für weniger Leistung. Ja, das ist mit Sicherheit ein Nachteil. Vorher haben wir nur das bezahlt, was tatsächlich geleistet wurde. Jetzt zahlen wir pauschal in den Brickhaft hinein und es ist egal, wie viel Leistungen erbracht wird. Also das heißt, wenn theoretisch im ganzen Jahr nur in einem Privatspital eine Leistung erbracht würde, dann würde diese eine Leistung mit 160 Millionen Euro entsprechend honoriert werden. Also das ist der Nachteil. Der zweite Nachteil ist, dass wir eigentlich kein Mitspracherecht mehr haben, weil in dieser Brickhaft-Kommission, die über dieses Geld entscheidet, sitzen wieder mehrheitlich Wirtschaftskammervertreter drin. Also da sitzen wir als Sozialversicherung mit zwei Personen drinnen, aber fünf Personen aus der Wirtschaftskammer. Das heißt, unser Geld, das dort drinnen liegt, wird eigentlich von denen verwaltet, die Nutznießer dieses Geldes sind. Also das ist der zweite Konstruktionsfehler in diesem Brickhaft. Und der dritte große Konstruktionsfehler ist, wenn es Komplikationen gibt. Also das heißt, wenn es mit einer Operation irgendwelche Schwierigkeiten gibt, medizinische Schwierigkeiten, landen diese Patienten sehr, sehr oft, weil viele Spitäler eben keine Intensivstationen haben und so weiter, wieder in öffentlichen Spitälern. Und wir bezahlen die Leistung eigentlich doppelt. Wir bezahlen die Leistung im Brickhaft-Spital. Und wenn dann ins öffentliche Spital transferiert wird, dann bezahlen wir eine andere Leistung, also die Intensivleistung, die weitaus teurere möglicherweise noch einmal. Also das heißt, das sind die drei großen Nachteile dieser neuen Regelung. Aber grundsätzlich ist der Brickhaft einmal etwas, mit dem man leben kann. Ja. Aber wenn damit Korruption finanziert wird, dann hört sich der Spaß auf und das ist ja man für sich je durch die Medien gegangen. Strafrecht ist ja noch nicht rechtskräftig, aber für diese Korruption mit dieser Geschenkannahme und dieser Vermittlung der Privatklinik sozusagen in den Brickhaft schon verurteilt worden. Der zweite Teil ist der ÖVP-Teil mit den Werner Gijew, mit den Chemiker-Mitspitälern, mit den fünf Chemiker-Mitspitälern, die zu 100% der Unika-Versicherung gehört, die 50.000 Euro an die ÖVP gespendet haben und so weiter. Also da gibt es doch anstehende Verfahren in Wirklichkeit, die noch nicht abgeschlossen sind. Also das riecht alles extrem nach Korruption. Da hat es auch diesen Ibiza-Untersuchungsausschuss gegeben und so weiter. Und wir haben gefordert, dass diese Maßnahmen, die da mit dem SVG abgewickelt werden, entsprechend rückabgewickelt werden. Weil ich auch gesagt habe, privat soll privat bleiben. Wir stehen dazu, dass wir die Leistung, die wir im öffentlichen Spital erbringen würden, auch im Privatspital erbringen. Aber wenn die privaten Krankenanstalten mehr Geld haben wollen, dann sollen sie sich von dort das Geld holen, wo es liegt. Und das sind die Privatversicherungen. Das ist nämlich der zweite Finanzierungspartner sozusagen in diesem Spiel. Und die privaten Krankenversicherungen, egal ob sie Unika oder Wiener Städtisch oder sonst irgendwas hassen, haben im Jahr 2020, und das haben wir uns angesehen, 2,4 Milliarden Euro an Beiträgen, an Prämien eingenommen. Also das heißt, die Privatkrankenversicherten haben 2,4 Milliarden Euro an Prämien in diese privaten Krankenversicherungen einbezahlt. Und es wurden aber lediglich Leistungen in der Höhe von 1,4 Milliarden ausbezahlt. Also das heißt, die private Krankenversicherung ist mittlerweile das Wissen, die Cash-Cow sozusagen von der Versicherungswirtschaft insgesamt. Also das heißt, Einnahme von 2,4 Milliarden, Ausgaben von 1,4 Milliarden, eine Milliarde ist denen sozusagen als Gewinn übrig geblieben. Ja? Und die sind sich nicht so blöd, diese 15 Millionen, die da gebraucht würden zusätzlich, die bezahlen wir. Nein, diese 15 Millionen haben die ÖGK-Beitragszahler bezahlen müssen. Ja? Und das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und aus dem Grund haben wir gesagt, das muss wieder aufgemacht werden und das fordern wir
auch von der Politik, dass diese, dass dieser Deal, der da wirklich, wirklich schwer korruptionsbehaftet ist, auch wieder rückgängig gemacht wird. Also das ist mir einfach wichtig. Aber das ist sozusagen unter diesem Satz Zugang privater Anbieter im öffentlichen Gesundheitssystem zu verstehen. Ja. Und das Ziel der Privatversicherungen, und man möge sich erinnern, der Herr Löger, der damalige Finanzminister, war vorher Generaldirektor bei der Unica-Versicherung, ja, ist dann Finanzminister geworden, also jetzt nicht mehr Finanzminister wurde, ist er Generaldirektor in der Wiener Städtische geworden. Also das heißt, es ist eh vollkommen egal, über welche Versicherung man reden. Ja. Also das heißt, die haben einfach Interesse, ja, ihre Position zu stärken. Und die privaten Versicherungen wollen eins, und das ist denen ganz wichtig, dass man sozusagen das öffentliche Gesundheitssystem auch ein notwendiges Mindestmaß reduziert, dass man das Angebot des öffentlichen Gesundheitssystems reduziert, um den Druck auf die Versicherten zu erhöhen, sich eine private Versicherung eben zu leisten, um sozusagen ein entsprechend gutes Versorgungsniveau zu haben. Das ist das Ziel der privaten Krankenversicherung, das sagen die auch ganz gut, das verheimlichen die nicht. Also sie wollen stärker sozusagen ins Geschäft der Gesundheitsversorgung einsteigen. Sie wollen zwar nicht die Grundversorgung anbieten, das ist ja dann zu teuer, das möchten sie nicht, weil man möge sich erinnern, wenn man 2.000 Euro brutto verdient, 7,2% ist der Krankenversicherungsbeitrag, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag. Also wir reden hier über 150 Euro ungefähr, so über Daumen. Ja. Also das heißt, wenn du 2.000 Euro verdienst, 150 Euro ist der Krankenversicherungsbeitrag, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer diesen Beitrag bezahlen. Und in diesen 150 Euro ist in Wirklichkeit jede Leistung drin, da ist jedes Medikament drin, da ist jeder Arztbesuch drin, da ist jeder Krankenhausaufenthalt drin, ja, jeder Intensivstationsaufenthalt und so weiter. Also all das ist in den 150 Euro drinnen. Wenn ich mir jetzt parallel dazu eine private Krankenversicherung anschaue, die wahrscheinlich um 150 Euro gar nicht kriege, ich weiß es gar nicht, also mehr. Doch 150 oder 200 oder 250 Euro und so weiter, was bekomme ich für dieses Geld? Ja? Die Grundversorgung bezahlt die ÖGK. Ich bekomme ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer im Spital, wenn ich dort liege. Ja. Ich bekomme vielleicht die Wahlarztkosten ersetzt, wenn ich zum Wahlarzt gehe. Ja. Ich bekomme vielleicht ein besseres Essen. Ich kann mir meinen Arzt aussuchen, der mich operiert. Ich bekomme illegalerweise, aber ich weiß, dass es passiert, einen früheren Operationstermin, was eigentlich verboten ist. Also das ist klar gesetzlich festgestellt, es dürfen Privatversicherte, nicht Privatversicherten bei den Terminen nicht vorgereiht werden. Wir wissen aber natürlich, dass es in der Praxis passiert. Also das heißt, der Anteil, den ich für meine 250 Euro Privatversicherung bekomme, das ist nicht einmal ein Bruchteil von dem in Wirklichkeit, den ich für die 150 Euro aus der öffentlichen Krankenversicherung bekomme. Trotzdem sind viele Menschen bereit, so eine private Krankenversicherung abzuschließen, weil sie subjektiv das Gefühl haben, ja, dass sie mit sowas einfach besser versorgt werden. Und es sind mittlerweile um die 3 Millionen Menschen in Österreich, die in irgendeiner Form eine Wahlarztkostenabrechnungsversicherung haben oder eine Spitalskostenversicherung haben und sonst weiter, dass sich irgend sowas leisten, weil man das Gefühl hat, man braucht sowas sozusagen, um gut versorgt zu sein. Das Problem dabei ist nur, diese private Krankenversicherung ist keine gesetzliche Versicherung, es ist ein privater Vertrag. Ja. Und wir wissen aus vielen Beispielen, wenn du öfters krank bist, wenn du dort öfters Leistungen brauchst, ja, dass die Versicherung dann einmal sagt, pass auf, das bist uns zu teuer, jetzt kündigen wir dir die Versicherung. Ja. Oder sagt, jetzt hast du zu viele Leistungen auch beansprucht, jetzt erhöhen wir dir die Prämie. Oder wenn ich sozusagen ein Interesse habe an so einer Krankenversicherung, und ich bin nicht mehr gesund, ich musste eine Eintrittsuntersuchung für mich ergehen lassen, dann nimmt mich die Versicherung möglicherweise nicht oder nur zu so einer hohen Prämie, die man möglicherweise nicht leisten kann. Also das heißt, diese privaten Krankenversicherungen, die sind natürlich auf Gewinn aus. Die machen sehr viel Gewinn, wie wir gesehen haben, ja. Aber die rechnen natürlich auch ab und sagen, wenn der Patient uns zu teuer wird, dann geht es ihm gar nicht. Also man hat keinen Rechtsanspruch auf Leistung der privaten Krankenversicherung, sondern man hat nur einen vertraglichen Anspruch. Und dieser Vertrag kann natürlich auch entsprechend gekündigt werden. Das ist der große Unterschied zwischen einer privaten und einer öffentlichen Versicherung. Und das ist unser tagtäglicher Kampf sozusagen,
diesen privaten Gesundheitsmarkt möglichst, und den gibt es logischerweise, das kann man nicht wegdiskutieren, der ist da. Und dieser Kuchen insgesamt im Gesundheitssystem mit rund 30 Milliarden Euro ist natürlich ein sehr großer, wo viele private Anbieter auch mitmaschen wollen. Aber parallel dazu oder vorrangig davor muss es ein öffentliches Gesundheitssystem geben, das wirklich jedem ohne Privatversicherung auch eine gute Gesundheitsversorgung garantiert. Und das ist unser täglicher Kampf mit den privaten Anbietern, dass wir das auch entsprechend sicherstellen wollen. Ja, also so viel zu diesen drei Zielen, die in diesem Sozialversicherungsorganisationsgesetz drin stehen. Man sieht, es geht ganz klar in Richtung Wirtschaft, in Richtung Stärkung der Wirtschaft und in Richtung Stärkung der Interessen der Wirtschaft. Auf Kosten der Leistung. Auf Kosten der Leistung. Ganz genau so ist es. Welche Maßnahmen hat es zu diesen Zielen gegeben? Es sind die neuen Gebietskrankenkassen zusammengelegt worden. Da sage ich jetzt einmal, das ist noch das kleinste Übel, ja, weil wir sehen es auch im Verwaltungsrat. Durch diese Zusammenlegung gibt es zwar Nachteile, ein bisschen Regionalität geht verloren in den Bundesländern. Wir sind ein föderaler Staat mit neuen Bundesländern, mit neuen Ärztekammern. Und natürlich auch die Parität, dass die Wirtschaftskammer die Mehrheit hat. Das ist natürlich auch ein Nachteil, aber grundsätzlich die Zusammenlegung bietet auch Vorteile, weil wir in Österreich ein einheitliches Leistungspaket jetzt anbieten können und nicht mehr neun unterschiedliche Leistungspakete haben, die man mühselig harmonisieren muss, sondern wenn wir also die kleine Leistung beschließen, dann gilt es gleichermaßen für ganz Österreich. Und das ist durchaus ein Vorteil, also das müssen wir auch sagen. Jetzt, ja. Mittelentzug hat sich ergeben aus dieser Lohnnebenkostensenkung für die Dienstgeber in der AVH. Diese Dienstgeber-Lohnnebenkostensenkung, die soll nämlich über Umwege dann in der ÖGK landen oder von der ÖGK finanziert werden, nämlich über den Weg, dass die Unfallversicherung weniger Geld für die Abgeltung der Arbeitsunfälle von der ÖGK bekommt. Das ist der Hintergrund, wenn ein Arbeitsunfall oder wenn irgendein Unfall passiert, wissen wir zum Zeitpunkt des Unfalls ja nicht hundertprozentig, ob das jetzt ein Arbeitsunfall ist oder nicht. Und wir können den Versicherten jetzt nicht so lange liegen lassen, bis wir wissen, ob es ein Arbeitsunfall war oder nicht. Sondern bei jedem Unfall, egal welcher Unfall es ist, ist einmal grundsätzlich die Krankenversicherung vorleistungspflichtig. Also wir haben einmal für die Rettung, für die Unfallheilbehandlung, für das Krankenhaus, für die Medikamente entsprechend aufzukommen. Und wenn sich nachher herausstellt, dass es ein Arbeitsunfall war, dann ist die Unfallversicherung entsprechend leistungszuständig. Und über diesen Paragraph 319a hat uns die Unfallversicherung pro Jahr rund 200 Millionen Euro zur Abgeltung dieser Arbeitsunfälle überwiesen. Und diese Überweisung soll jetzt massiv reduziert werden, etwa um 100 Millionen Euro. Also das ist die Größenordnung dieser Lohnnebenkostensenkung, die der Herr Pierer und Konsorten entsprechend bekommen haben. Die sollen die ÖGK-Beitragszahler in Zukunft über diesen Paragraph 319a bezahlen. Diese Brickauf-Geschichte habe ich schon erwähnt und wir bekommen seit dem Sozialversicherungsorganisationsgesetz auch aus Steuermitteln weniger rückerstattet. Diese sogenannten GSBG-Mittel sind Steuerrückerstattungsmittel für die Mehrwertsteuer von Medikamenten, bevor Österreich im Jahr 1995 zur EU gekommen ist, waren es einmal 4,95, oder? 94 Abstimmung, 95 dazu gekommen. 95, genau. Sind Medikamente für die ÖGK, die wir gekauft haben, mehrwertsteuerbefreit gewesen. Mit dem EU-Beitritt ist es nicht mehr gegangen, haben wir Mehrwertsteuer bezahlen müssen und haben über diese GSBG-Mittel diese Mehrwertsteuer verbunden. Wieder rückgestattet bekommen. Mit dem Sozialversicherungsorganisationsgesetz hat man der ÖGK 30 Millionen Euro pro Jahr von dieser Rückerstattung weggenommen und hat sie der Bauernversicherung geschickt. Also das heißt, dass die Bauern ja viel dringender brauchen, wenn die das Klientel da verbessern. Genau, apropos Bauernversicherung, ja. Das kriegt jetzt. Zum einen haben wir jetzt zwei Fragen. Also eins ist eher ein Statement, das ich ganz witzig finde. Das andere ist eine Frage dazu. Mhm. Wenn die private Krankenversicherung eine Milliarde mehr Ertrag hat, dann ist ja die Patientenmilliarde schon vorhanden. Genau. Aber nicht ein paar wenige. Ich hätte sie gefunden. Ja, genau, so ist es. Genau. Und das andere ist jetzt quasi diese Leistungsharmonisierung. Die trifft ja quasi, fragt die Frau Groß, nur die ÖGK. Oder dann alle Träger, also auch die selbstständigen Träger, eine ganz, ganz gute Frage, die VIP.
Also bekommen die ÖGK-Versicherte dann dieselben Leistungen wie bei der BVEB zum Beispiel oder bei der Bauern- und Selbstständigenversicherung, wie du vorher jetzt gerade gesagt hast. Ganz, ganz interessant und ganz notwendig, und auch aus dem Blickwinkel der Parteien oder wer wo die Mehrheiten hat. Ja. Ja, die erste Frage kann ich nur bestätigen. Also schön, wenn man diese Patientenmilliarde wirklich als Patientenmilliarde bekommen würde. Ich befürchte nur, sie wird eher bei den Aktionären der Versicherungen landen und nicht bei den Beitragszahlern der ÖGK. Aber ja, die Anregung ist natürlich berechtigt, gar keine Frage. Die zweite Frage ist eine wichtige Frage. Als wir nämlich im Jahr 2016 begonnen haben, über Leistungsharmonisierung nachzudenken, also da hat diese Regierung noch nicht gegeben und da ist auch die Zusammenlegung noch kein Thema gewesen, haben wir in der österreichischen Sozialversicherung mit dem Alexander Bier von Wich, also wir haben diese Arbeitsgruppe gegründet, also das geht eigentlich nicht mehr, dass man zwischen Neusiedlersee und Bodensee ein unterschiedliches Leistungsrecht hat. Ja, wir haben uns hingesetzt und haben in 23 großen Leistungsbereichen versucht, einmal die großen Leistungsunterschiede auch herauszufinden und anzugleichen. Und das nicht nur über die neuen Gebietskrankenkassen, das ist aus dem Grund eine wichtige Frage, sondern auch über die Bauernversicherung, über die Selbstständigenversicherung, über die Eisenbahn- und über die Beamtenversicherung. Ja. Und zum Teil auch sogar über die KFAs, so wie das Leistungsrecht auch gewusst haben. Ja. Das heißt, wir haben versucht, diese 23 Leistungsbereiche wirklich für alle Versicherten entsprechend nach oben zu harmonisieren. Ich habe nicht gesagt, wir senken die Gurten jetzt ab, sondern wir versuchen alle nach oben anzupassen. Und das ist uns in diesen 23 Leistungsbereichen auch gelungen. Wir wollten weitermachen sozusagen mit dieser Leistungsharmonisierung. Und es ist die Fusion entsprechend dazwischen gekommen. Und ab der Fusion war klar, ja, eine Leistungsharmonisierung gibt es nur mehr für die neuen Gebietskrankenkassen in der ÖGK und die Beamten und die Selbstständigen. Und außen vor, die müssen sich nicht mehr anpassen und das ist nicht mehr notwendig. Jetzt können wir es irgendwie ganz natürlich anschauen, ja, wie können wir uns in Richtung Beamte in einer Form hinbewegen, ja, das ist schon klar, aber dass wirklich alle Versicherten in der österreichischen Sozialversicherung ein einheitliches Leistungsrecht bekommen, diese Idee ist mit der Fusion begraben. Ja, also die gibt es nicht mehr und alle Leistungsharmonisierungsschritte, die wir jetzt machen, die beschäftigen sich jetzt mal nur mit den ÖGK-Versicherten, ja, und nicht den Beamten und nicht den Selbstständigen. Ja, genau. Was ich gleich noch vorher anmerken wollte, ist quasi auch diese Verquickung zu den privaten Versicherungen. Ganz kurz nur, wie du eh auch schon gesagt hast, ein bisschen der damalig zuständige Finanzminister kommt aus der größten privaten Versicherung, ist der Finanzminister gewesen, ist in die zweitgrößte österreichische private Krankenversicherung gewechselt und da ist natürlich auch klar, welche Interessen der eher vertreten hat. Genau, das ist. Und das ist dann perfide. Ja. Ja. Gut, machen wir weiter. Ja, wir machen weiter. Und der dritte Punkt ist natürlich eine massive Schwächung der regionalen Selbstverwaltung gewesen. Also das heißt, man hat natürlich mit dieser ÖGK einen österreichweiten Moloch geschaffen, ja, der zwar jetzt österreichweit einheitlich agiert, aber man hat vergessen oder wollte vergessen, dass Österreich ja nicht ein Zentralstaat ist. Ja, da kann man jetzt stehen dazu, wie man möchte. Man kann den Föderalismus jetzt für gut oder für schlecht halten. Aber Österreich ist kein Zentralstaat. Wir bestehen aus 9 Bundesländern. Wir haben 9 Landesgesundheitsreferenten, die für die Gesundheitsversorgung im Bundesland zuständig sind. Wir haben 9 Landesärztekammern. Wir haben 9 Wirtschaftskammern, die sozusagen unsere Vertragspartner sind. Wir haben Versorgungsvereine in den Bundesländern. Und das größte Problem in der ÖGK aus meiner Sicht ist jetzt sozusagen, wie finden wir den richtigen Weg zwischen zentraler Entscheidung, zwischen zentraler Steuerung, aber doch regionaler Verwaltung. Also das kriegst du selber auch mit im Verwaltungsrat eine ganz große Diskussion, wo die Dienstgeber im Verwaltungsrat sagen, wir wollen eine maximal zentrale Steuerung und im Land soll überhaupt niemand mehr mitreden. Und wir als Arbeitnehmervertreter haben eher die Position, dass wir sagen, in der ÖGK soll zentral gesteuert werden, die wichtigen Entscheidungen sollen zentral fallen. Die Rahmenvereinbarungen sollen zentral beschlossen werden, aber die Umsetzung soll in der Region erfolgen und abgestimmt auf die regionalen Bedürfnisse
auch der Bevölkerung in den Bezirk und in den Regionen. Das ist eher unsere Idee. Wunderbar kocht es ziemlich mittlerweile. Und genau, das klingt sehr bürokratisch, ist es aber nicht. Das hat durchaus Auswirkungen, auch quasi, wenn wir quasi in Salzburg zum Beispiel oder wenn einen Kollegen von dir, wenn der ein Problem hat mit irgendeiner Leistung, wenn er unzufrieden ist oder wenn er was nicht bekommt, dann geht er ja nicht quasi und schreibt einen Brief nach Wien, sondern der kennt dann vielleicht seinen Betriebsrat und der Betriebsrat hat dann einen Zugang zu Salzburg Gebietskrankenkasse damals gehabt und jetzt bei der ÖGK hat er vielleicht keinen Ansprechpartner mehr. Also da geht es auch grundsätzlich darum, dass man zu seinem Recht kommt und da ist quasi die regionale Nähe, so funktioniert quasi auch das Land oft immer wieder leichter, wenn man wen kennt und sagt, hey, es soll zwar auch so funktionieren, aber es ist oft so, dass man das quasi das runter macht. Aber eine Frage habe ich dazu, die jetzt gekommen ist. Würden wir oder würden Sie irgendeine Art von Zusatzversicherung empfehlen? Wenn man bei der ÖGK als Arbeitnehmer versichert ist. Das ist eh schon ein bisschen beantwortet, das ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis eher nicht. Also ich habe nichts gegen Zusatzversicherung. Wenn jemand sagt, er möchte sich sowas leisten, ja, wenn man das wird, soll das machen, er soll sich nur nicht so viel erwarten von dieser Zusatzversicherung. Ja. Also das heißt, egal ob man jetzt zur Wiener Städtischen oder zur Unica geht oder zur Generale, es ist im Prinzip alles dasselbe. Es ist ein privatrechtlicher Vertrag, den ich mit einer Versicherung abschließe für eine bestimmte Leistung. Und dieser privatrechtliche Vertrag kann sowohl von der Versicherung als auch von mir eigentlich jederzeit gekündigt werden. Und wir haben viele Fälle auch im Konsumentenschutz da. Wenn die Versicherung zu viel Leistung bezahlen muss in dieser privaten Krankenversicherung, dann wird sehr oft die Versicherung gekündigt oder die Prämien entsprechend angehoben, dass man sich möglicherweise nicht mehr leisten kann und dann freiwillig ansteckt. Also wenn jemand sagt, er legt Wert darauf, dass er bei dem Spital kommt, in einem Einzelzimmer liegt, in einem Doppelzimmer liegt, der legt Wert darauf, dass er sich den Arzt aussuchen kann, der möglicherweise operiert. Wenn er sagt, ich hätte gerne ein besseres Essen sozusagen, wenn er im Krankenhaus ist, ja, oder Kaffeemaschine im Zimmer oder Zeitung im Zimmer, ja, dann kann man sowas machen. Also es geht in der privaten Krankenversicherung im Wesentlichen immer nur um die sogenannte Hotelkomponente, das heißt um die medizinische Leistung. Also die muss die gleiche sein und das kann ich auch garantieren. Ja. Es bekommt niemand, der privat versichert ist, medizinisch eine bessere Leistung als ein nicht privat versicherter. Also das können wir ausschließen, das kann garantiert werden. Vielleicht die Ärzte greifen drauf, ob die Patientinnen dazu dürfen, da eigentlich auch gar nicht bevorzugen. Eben. Und was jetzt die Behandlung von Privatversicherten in privaten Spitälern betrifft, also möchte ich auch darauf hinweisen, ja, und also das sagen alle Experten, Operationen und Behandlungen werden doch in den Häusern mit höherer Sicherheit, mit höherer Qualität, mit mehr Übung stattfinden, wo diese Operation, wo dieser Eingriff halt öfter passiert. Ja. Und es gibt nicht von ungefähr sozusagen Mindestfallzahlen von bestimmten Operationen. Also das heißt, es wird empfohlen, dass ein Haus eine Kniegelenksoperation nur dann anbieten darf, wenn sie zumindest 50 Mal im Jahr gemacht wird. Ja. Eine Hüftprothese oder dann angeboten wird, wenn sie zumindest 50 Mal im Jahr gemacht wird. Irgendwelche Schilddrüsenoperationen, die recht komplex sind, nur dann angeboten werden, wenn sie 200 Mal im Jahr gemacht werden. Das hat den Sinn, sozusagen die Qualität in den Häusern sicherzustellen, weil wenn ich heute weiß, und das haben wir schon gesehen, dass eine hochkomplexe Operation an der Bauchspeicheldrüse vor 7, 8 Jahren, mittlerweile gibt es nicht mehr, in einem Spital zweimal im Jahr durchgeführt wurde, dann möchte ich nicht der Patient sein, der in diesem Spital operiert wurde. Also das sind hochkomplexe Operationen, die eine hohe Fallzahl brauchen, die eine hohe Übung brauchen, die ein Operationsteam, ein Know-how braucht, sodass diese Operation auch in einer hohen Qualität abgehandelt wird. Als Tipp dazu kann ich nur sagen, Kliniksuche.at, das ist ein offizielles Portal, wo man nachschauen kann, was brauche ich für eine Operation und wie oft wird die in welchem Spital hat im Jahr gemacht. Also da gibt es diese Daten, da kann man reinschauen, wie oft wir welche Operation auch durchgeführt. Wie ist die Qualität? Da gibt es auch ein Qualitätslabel dazu, dass man sich anschauen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Hüfte brauche, dann würde ich da hineinschauen und würde mir das Spital
aussuchen, das diese Operation am häufigsten durchführt, weil da ist die Chance am größten, dass nichts passiert. Ja? Also das ist mein Zugang. Und sehr oft ist es so, dass das eben nicht Privatspitäler sind, sondern dass das meistens öffentliche Spitäler sind. Ja? Und ich kann mich ja auch in einem öffentlichen Spital auf Sonderklasse legen. Also die meisten öffentlichen Spitäler bieten auch auf Sonderklasse an, wenn ich so eine Versicherung habe. Und ich würde eher mit solchen Operationen nicht in Privatspital geben. Zum einen, weil die Operationen sehr oft nicht in der notwendigen Häufigkeit entsprechend durchgeführt werden. Und zum anderen werden in vielen Privatspitälern also die Versorgung, die Notversorgung, wenn wirklich etwas passiert, bei Weitem nicht so hoch ist wie in den öffentlichen Spitälern, weil es zum Teil keine Intensivstationen gibt, weil es in der Nacht sehr oft nur Bereitschaftsdienste gibt und so weiter und keine Vollbewegung gibt und und. Also wenn ich so eine private Versicherung würde, würde ich weniger in der Leistung brauchen, trotzdem so von mir spielen. Das ist ja das ja, wichtig. Ich würde vielleicht auch noch eine Botschaft anbringen dazu. Ich habe mir auf dem Berufsweg mal angeschaut, was denn ich persönlich zahlen müsste. Also ich bin über 40, habe eigentlich keine Vorerkrankungen und wäre weit über 200 Euro im Monat gekommen, also 160, 170 Euro. Ja, wenn man dann eine Vorerkrankung hat, wenn man Diabetes hat oder wenn man aber auch Eltern hat oder Verwandte hat, die Krebspatienten waren, dann wird das alles noch mal teurer. Die verlangen auch ganz schön viel an Informationen, die sie eigentlich gar nichts angeben. Ja. Und das alles muss man halt bedenken auch. Ja. Das heißt, quasi, wenn man jung und gesund ist, bringt es vielleicht was, weil dann ist es ein bisschen billiger, aber das bleibt nicht so. Ja. Und solidarisch und quasi, man weiß ja auch quasi, dass von dem Geld, das ich einzahle, 1 Milliarde Euro, zumindest wieder an die Dividende, als Dividende ausbezahlt wird. Das heißt, quasi mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und mit dem, was ich bekomme für das Geld, kann es nicht so weit her sein, weil 1 Milliarde verschwindet mal davon. Nur dazu. Gehen wir weiter. Ja, genau. So, dann nächste Folie. Habe ich schon lange falsch drauf. Ja. Nur ganz kurz, also es ist nur eine Zusammenfassung, wie die Sozialversicherung jetzt momentan organisiert ist. Also die Mehr war, wir machen aus 21 Trägern nur 5 Träger, stimmt nicht, wir haben diese KFAs und die Pensionsversicherung der Notare mitrechnet, immer noch 21 Krankenversicherungsträger bzw. Sozialversicherungsträger, aber es gibt jetzt einen Dachverband, es gibt die Sparte Gesundheitskasse, also Krankenversicherung, das ist die ÖBK, es gibt die Sparte Pensionsversicherung, die Sparte Unfallversicherung in der AVA für die ASVG-Versicherten, also das heißt für die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die rund 7,4 Millionen und den Pensionisten dazu. Es gibt die SVS, die Versicherungsanstalt der Selbstständigen, wo alle 3 versicherten Sparten für die Selbstständigen und die Bauern in einer Versicherung eben zusammengefasst sind. Es gibt die Beamtenversicherung und die Eisenbahner, wo für diese Gruppe sozusagen alle Versicherungssparten entsprechend zusammengefasst sind. Und es gibt die 15 Krankenfürsorgeanstalten, die sozusagen Krankenversicherungen, Betriebskrankenkassen der einzelnen Magistrate sind. Da gibt es zum Beispiel. Keine Versicherung. Ja, es ist eine Betriebskrankenkasse, ja. Würde ich jetzt einmal sagen. Der Wiener Verkehrsbetriebe zum Beispiel, ja. Die Magistratsbediensteten der Stadt Salzburg, die Bediensteten der Bediensteten. Also es gibt 15 Krankenfürsorgeanstalten, nicht in jedem Bundesland. Also die meisten gibt es meines Wissens in Oberösterreich und in Wien und in Niederösterreich. Gibt's aber. Also es ist eine landesrechtliche Entscheidung sozusagen. Aus dem Grund können die auch nicht einfach aufgelöst werden, weil sozusagen das keine bundesrechtliche Angelegenheit ist, sondern im Landesrecht sozusagen zu verändern. Wäre auch die Landesregierung haben hier nicht vor, in irgendeiner Form etwas zu ändern. Und in diesem KFA sind rund 40.000 Versicherte sind in diesen 15 KFAs versichert. Also eine sehr, sehr exklusive Versicherung, würde ich jetzt einmal sagen, der Dienst ist. Aber das haben wir angeschaut. Das sind ja quasi, das sind Fürsorgeleistungen der Dienstgeberinnen. Ja, genau. Da gibt keine Versicherungen, die sind nicht versichert, obwohl das für den Dienst immer wurscht ist. Ja. Ein Magistratsbediensteter bei der Stadt, keiner Wels, dem ist es nicht klar, dass er nicht versichert ist, sondern da kriegt eine Fürsorgeleistung, deswegen heißt es auch Krankenfürsorgeanstalt. Mhm, genau. Und deswegen hat man es im ASVG nicht ändern können. Genau, so ist es. Ja, also so viel zur momentanen Struktur. Die nächste Folie können wir überblättern. Ja,
Das habe ich eh schon gesagt. Also klar Vorteile und sie hat auch Nachteile. Das neue Organigramm in der ÖGK ist natürlich extrem zentral organisiert, wenn die Wirtschaftskammer das so möchte. Also das heißt, sie wollen die Fäden alle in Wien zusammenlaufen haben und es soll alles über die Bundesländer hinweg zusammenlaufen bzw. entschieden werden. Und es gibt relativ wenig regionale Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten. Und die bräuchte es aber in einem föderalen System bzw. in einem Land, in dem die Regionen durchaus sehr unterschiedlich ausschauen. Ne? Ein Waldviertel oder ein Waldviertel ist mit dem Lungau nicht vergleichbar. Ja, wenn ich nicht immer den Lungau her, weil es so ein Biotop ist, das ist ein abgeschlossener Bezirk mit Bergen rundum mit 20.000 Einwohnern. Wenn ich das jetzt nur sozusagen am Reißbrett organisieren müsste, diese Gesundheitsversorgung, würde es dort kein Spital geben, ja, weil das zahlt sich für 20.000 Einwohner aus, ein Spital. Ja. Es wird wahrscheinlich keinen Kinderarzt geben dort, es wird keinen HNO-Arzt geben, weil das zahlt sich alles für 20.000 Leute nicht aus. Ja. Aber trotzdem haben wir Salzburger gewissermaßen also gesagt, wir brauchen dort ein Spital, wir brauchen dort einen Kinderarzt, wir brauchen einen Ort, weil die Menschen in dieser Region sozusagen in einem abgeschlossenen Bezirk sind, nur durch ein Tunnel rausgehen können. Und die brauchen eine eigenständige Versorgung dort drinnen. Ja. Wenn ich Versorgung in Wien am Reißbrett mache, ja, dann haben die in Zukunft viele Versorgungsleistungen nicht mehr. Und aus dem Grund muss man auch für sich jedes Bundesland und jede Region, jeden Bezirk ein bisschen anders belachten und nicht aufgrund der Bevölkerung und aufgrund der Situation der Bevölkerung entsprechend agieren. Da braucht es auch auf Daten, wie alt sind die Menschen, wie schaut die Lage in dieser Region epidemiologisch aus und so weiter, gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die in dieser Region speziell aufschlagen und. Also das heißt, man muss sich mit Regionen schon intensiv auseinandersetzen und zielgerichtet für die Personen, für die Menschen dort auch entsprechende Versorgung sicherzustellen. Das nächste ist die Psychotherapie zum Beispiel. Also wir haben in Salzburg, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Psychotherapie-Modell gehabt. Das war auch Vorbild für Österreich. Ja, aber wir haben gerade in Lungau und im Oberdienstgau überhaupt keine Versorgung gehabt, weil sich dort keine Psychotherapeuten niedergelassen haben, gefunden haben, die gesagt haben, ich therapiere dort die Menschen da drinnen. Ja, in Lungau haben wir die höchste Suizidrate in ganz Österreich. Und das heißt, da gibt es einen Bedarf an Psychotherapie und an psychosozialer Versorgung. Ja. Was haben wir gemacht? Wir mit dem Land Salzburg, mit dem psychosozialen Dienst sozusagen, Psychotherapeuten angestellt und die sind in den Lungau und in den Oberdienstag gefahren und haben die Menschen dort entsprechend versorgt. Ja. Aber das sind einfach regionale Dinge, die eine zentrale ÖGK nicht leisten kann, logischerweise, sondern da braucht es die Stakeholder lokal, da brauchst du das Land dazu, da musst du dich lokal vernetzen und schauen, wie du individuell in welche Bezirke gut versorgen kannst. Ja. Und das ist halt der Nachteil einer zentralen Struktur, einer zentralen Organisation, gegen die wir jetzt ein bisschen kämpfen, als arbeiten immer seit, und wir sagen, okay, das ist gut, es gibt die ÖGK, es ist eine zentrale Kasse, das hat schon Vorteile, ja, aber wir dürfen sozusagen auf die Interessen der Regionen nicht verlassen, wir müssen gewahrt bleiben und das sehen die Dienstgeber leider ganz anders. Ja, also das sind so diese Regionalthemen, die uns ganz wichtig sind. Ja, die ganz großen Herausforderungen sind, das ist jetzt die übernächste Folie, kannst du gar nicht weitergehen, ja, sind die finanziellen Herausforderungen. Ein Vorteil dieser ÖGK ist natürlich, dass sozusagen die Gebietskrankenkassen, die positiv gewirtschaftet haben und die negativ gewirtschaftet haben, jetzt zusammengeworfen werden zum Glück und sich diese Vorteile und die Nachteile sozusagen entsprechend ausgleichen und wir sozusagen im Wesentlichen ausgeglichen bilanzieren können. Gerade die Wiener Gebietskrankenkasse ist aufgrund der Bevölkerungsstruktur, aufgrund der höheren Inanspruchnahme von Leistungen, aufgrund der dichteren Versorgung immer eine Kasse gewesen, die eher im Minus war sozusagen. Und die oberösterreichische Gebietskrankenkasse, aber auch die Salzburger Gebietskrankenkasse haben aufgrund der positiveren Struktur, eine höhere Wirtschaftsleistung gehabt, eine geringere Arbeitslosigkeit gehabt und so weiter, eher mehr Einnahmen pro Kopf gehabt haben und
einfach einen positiven Abschluss gehabt haben. Das gleicht sich jetzt ein bisschen aus. Ja. Das ist das Positive. Allerdings mit dem Sozialversicherungsorganisationsgesetz, und das habe ich zuerst auch schon gesagt, ist also eine Menge an Geld gestohlen worden. Ich sage das ganz klar. Und diese Abschaffung des Pauschalbetrags für diese Arbeitsunfallerstattung darauf war, die kostet uns in den nächsten 5 Jahren 500 Millionen Euro, uns Beitragszahler, die wir nicht mehr bekommen. Ja. Also dieser Steuerzuschuss des Bundes für die Abgeltung der Medikamente, der Mehrwertsteuer, kostet uns 174 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren. Die Zuzahlung an die Privatspitäler, also die zusätzlichen Zahlungen an die Privatspitäler, an diesem Brickkauf, kostet uns 65 Millionen. Also das heißt, in den Jahren von 19 bis 24, oder von 20 bis 24, fehlen uns 744 Millionen Euro alleine schon aus diesem Titel, wo man uns sozusagen Schwäche Geld weggenommen hat. Und das ist dramatisch, und man hat sozusagen diese ÖGK schon mit einem riesen finanziellen Rucksack ins Rennen geschickt, also was nicht mehr wegzumachen ist. Und wir sehen das jetzt in der Gewährungsvorschriftung für das vorherige Jahr. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich mit einem Minus von 143 Millionen Euro abschließen. Wir haben zwar zum Glück Rücklagen aus zwei großen Gebietskrankenkassen bekommen, also das war so, hat man zwei große Rücklagen aus zwei Gebietskrankenkassen bekommen, das war zum Teil Oberösterreich und zum Teil Salzburg. Wir haben also gar noch 1,2 Milliarden Euro an Rücklagen, aber Rücklagen, wie man alle wissen, gibt es nur einmal, und wenn wir mehrere Minusjahre haben, dann sind diese Rücklagen schnell weg, und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Es gibt dann wieder eine Regierung, die sozialversicherungsfreundlich ist und entsprechend unterstützt, auch diese Maßnahmen rückgängig macht. Oder wenn es das nicht gibt, dann werden wir an Leistungskürzungen nicht vorbei können, wenn wir auf Dauer nicht mehr Geld ausgeben können, als wir uns leisten können und was wir einnehmen. Das ist das Problem dabei. Du hast eine Frage? Ich habe ein bisschen eine Frage, ja? Nur weil wir vorher gesagt haben, dass quasi die in den privaten Krankenhäusern die Versorgung so schlecht ist. Natürlich hat sich da jetzt ein Kollege, der da 20 Jahre ist. Ich habe nicht gesagt, dass sie genau, das nicht noch sagen. Also ja. Der sagt natürlich, dass da auch quasi gerade, dass Wegeoperateure, wenn sie die Chance bekommen, auch gerne im privaten Arbeitgeber arbeiten und dass so Standardoperationen natürlich auch auf hohem Niveau durchgeführt werden. Sagt er, und das kommt natürlich auch wieder auf das Haus an, genauso gibt es natürlich auch im öffentlichen Bereich, in kleinen Häusern, in Randregionen auch quasi Fallzahlprobleme. Genau. Das ist genau der Punkt. Ja. Also, ich habe nicht gesagt, dass die Privatkranken, jetzt haben wir nicht gesagt, dass sie generell eine schlechtere Leistung bieten. Ich habe nur empfohlen, auf Kliniksuche.at nachzusehen. Ja. Und da gibt es auch Privatspitäler, die manche Operationen sehr oft machen und sicherlich auch gut machen. Also ich möchte gar nicht behaupten, dass die Mitarbeiter in diesen Häusern, die waren in der Kritik nicht betroffen, sondern nein. Ich glaube, die kümmern sich genauso um die Menschen. Ja. Ja. Ich habe nur gesagt, und das fällt schon auch, dass wir, wenn wir Komplikationen haben, dann, dass diese Komplikationen dann eben sehr, sehr oft nicht im Privatspital abgearbeitet werden, sondern dann ins öffentliche Spital, weil immer dichtere Versorgung, andere Versorgung, Intensivstation sehr oft im Privatspital nicht vorhanden ist und so weiter. Also das ist was wir schon sehen. Aber dort einfachere und Standardoperationen, wie Kniegelenksprothese, wie Hüftgelenksprothese und so weiter, oder einfachere Operationen finden natürlich auch im Privatspital statt und in manchen auch mit hoher Fallzahl. Dazu möchte ich noch kurz sagen, es klingt alles sehr bürokratisch, Pauschalbetrag der AVA für Arbeitsunfälle. Das Problem ist, dass das Geld, das da fehlt, das erhöht die Wartezeiten, das verschlechtert die Leistungsstruktur, das hat quasi direkte Auswirkungen auf jeden von uns. Ja. Und deswegen quasi kann man da sagen, das klingt zwar alles extrem bürokratisch, betrifft uns aber wirklich in unserer Substanz als Lebewesen in diesem Staat, das möchte ich nur sagen. Ja. Okay. Danke, dass du das uns erzählst. Ja, es ist dann natürlich auch die Covid-Krise erst noch dazugekommen. Im Jahr 2020 haben wir im Schnitt um 100.000 Arbeitslose mehr gehabt. Von einem Arbeitslosen bekommen wir 1.000 Euro Krankenversicherungsbeitrag pro Jahr als ÖGK. Von einem Beschäftigten stehenden kriegen wir 2.900 Euro Krankenversicherungsbeitrag im Jahr. Also das heißt, pro Arbeitslosen mehr bekommt die ÖGK um
1.900 € weniger Beiträge, umgerechnet auf 100.000 Arbeitslose heißt es, uns fehlen 190 Millionen € im Jahr 2020 an Beiträgen. Im Jahr 2020 haben wir das Glück gehabt, dass wesentlich weniger Menschen zum Arzt gegangen sind, weniger Vorsorgeuntersuchungen waren und zum Glück unsere Bezahlungen für Arzthonorare um denselben Anteil zurückgegangen sind und wir konnten das Jahr 2020 aus dem Grund ausgeglichen bilanzieren. Im Jahr 2021 haben wir am Anfang immer noch eine höhere Arbeitslosigkeit gehabt, die sich dann schnell zum Glück wieder erholt hat. Jetzt sind wir wieder im Lockdown, jetzt werden wir uns das anschauen, wie sich das entwickelt. Ja. Aber die Inanspruchnahmen bei den Ärzten, bei den Vorsorgeuntersuchungen und so weiter sind zum Glück wieder besser geworden. Ja. Und das betrifft uns im heurigen Jahr sozusagen mit einem Abgang von 143 Millionen Euro, der natürlich dramatisch ist. Aber man sieht, die ÖGK ist bei Weitem sozusagen nicht auf stabilen Beinen finanziell. Also das heißt, wir sind wirklich mit einem schweren Belastungsrucksack ins Rennen geschickt worden. Und dieser Regierung, von der wir jetzt regiert werden, ist es nicht offensichtlich ein sehr großes Anliegen, eine stabile ÖGK zu haben. Sonst würde sie uns mit Corona-Hilfe und so weiter stärker unter die Arme greifen. Aber wir werden sehen, ob es möglicherweise wieder mal eine Regierung gibt, der die Sozialversicherung oder die Stabilität einer guten Sozialversicherung wieder mehr wert ist. Momentan habe ich das noch einfach nicht, bei der ÖVP sowieso nicht, aber leider auch bei den Grünen nicht. Ja, das Gesundheitssystem, wenn man sich die Pflegemisere anschaut, ja, wenn man sich die fehlende Reform anschaut, das ist leider, betrifft leider den gesamten Gesundheitsbereich. Man muss es leider so sagen. Ich wäre froh, wenn es nicht so wäre. Okay, ja. Ja, ich glaube, um halb wollen wir fertig sein. Also das heißt, wir haben nicht mehr viel, aber die Folien habe ich, wie gesagt, werden wir nicht schaffen. Aber ich kriege das mitgeschickt zum Nachlesen. Also ich möchte einfach noch einmal auf diese Konflikte in der Selbstverwaltung eingehen. Warum es den Arbeitgebern eben so wichtig war, die Mehrheit in den Gremien zu haben. Ja, also das heißt, das ist ihnen extrem wichtig. Das heißt, sie haben sich mit diesem Sozialversicherungsorganisationsgesetz sozusagen mit Unterstützung des ÖAW die Mehrheit geholt. Also alle Abstimmungen, das kann der Marke da auch bestätigen, alle Abstimmungen in der ÖGK, die nicht einstimmig sind gehen 7-5 gegen uns aus. 7-5 gegen die Arbeitnehmer, der Rest ist der Welt daraus, weil der ÖAW immer mit der Wirtschaftskammer mitstimmt. Ja, also das ist klar, wir sind als Arbeitnehmer nicht mehr hier im eigenen Haus. Ja, ich habe am Anfang gesagt, die Eigentümer der ÖGK sind eigentlich die 7,4 Millionen Versicherten dieser ÖGK. Ja, die sind die Eigentümer und die Eigentümer sind nicht mehr hier im eigenen Haus, weil die Wirtschaftskammer sozusagen in der ÖGK jetzt anschaut. Also die Interessensvertretung von 290.000 Arbeitgebern, ja, die Wirtschaftskammer ist, entscheidet über das Geld von 7,4 Millionen Versicherten und Pensionistinnen und Pensionisten, die ja auch einmal Arbeitnehmer waren in der ÖGK. Das ist eigentlich, finde ich, der größte Skandal an diesem Gesetz. Ja. Über die Zusammenlegung, ob die gut oder schlecht wäre, das kann man diskutieren. Ja. Über viele andere Maßnahmen kann man diskutieren. Aber wirklich der größte Skandal ist, dass die Selbstverwaltung keine Selbstverwaltung mehr ist. Denn erinnern wir uns zurück, ja, an die Vereine, ja, wo man gesagt hat, wir entscheiden selbst sozusagen, was mit unserem Geld passiert. Wir entscheiden selbst, wie viel Geld wir einnehmen wollen, wie viel Geld wir brauchen und wir entscheiden selbst, was mit dem Geld passiert. Ja. Das ist die Idee der Selbstverwaltung. Ja. Und ich vergleiche die Selbstverwaltung, weil dieser Selbstverwaltungsbegriff ist oft ein bisschen schwierig für manche Menschen, oft mit der Gemeinde. Ja. Auch eine Gemeinde ist Selbstverwaltung. Ja. In einer Gemeinde ist es klar, zum Gemeinderat kann nur jemand kandidieren, der selbst in der Gemeinde wohnt. Ja. Ein Unternehmer, der ein Unternehmen zu einer Gemeinde hat, aber in der Nachbargemeinde wohnt, der kann in dieser Gemeinde nicht als Gemeinderat kandidieren. Also die Idee der Selbstverwaltung ist, ja, dass Gemeindebürger für ihren Gemeinderat kandidieren, ja, und die Schicksale und die Geschicke in ihrer Gemeinde selbst regeln, ja, nach gesetzlichen Vorgaben. Also man kann nicht das selber regeln, gesetzliche Vorgaben, die ein Gemeinderat in der Gemeinde selbst reden darf. Und da ist es selbstverständlich, ja, dass nicht einfach irgendein Unternehmer, nur weil der Unternehmer in der Gemeinde ist, in der Gemeinde wird. Und in der Nachbarschaftsgemeinde. Ja, genau so ist es. Also das ist nie ausgeschlossen. Ja.
in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung ist es jetzt selbstverständlich, dass ein Unternehmer, der selbst gar nicht versichert ist in ÖBK, denn die Unternehmer haben ja eine eigene Versicherung, nämlich die SVS, also die sind gar nicht in der ÖBK versichert. Also das heißt, die Idee der Selbstverwaltung wird dadurch ad absurdum geführt, dass jemand, nämlich ein Unternehmer, für 7,4 Millionen Arbeitnehmer und Pensionisten Entscheidungen trifft, von denen er selber gar nicht betroffen ist. Und jetzt verglichen mit der Gemeinde, ein Unternehmer, der in einer Nachbargemeinde wohnt, entscheidet in einer Gemeinde, wo er von mir aus ein Unternehmen hat, über das Geschick dieser Gemeinde und ist selbst von dieser Entscheidung gar nicht betroffen. Ja. Und das ist was natürlich auch in der Sozialversicherung der ÖBK bzw. in der Selbstverwaltung aus unserer Sicht nicht geht, weil das führt die Selbstverwaltung ad absurdum. Ja. Sie sind, weil Sie den Arbeitnehmerinnen nicht vertraut haben, über die Hintertüre der Kontrolle in das Haus gekommen und oder in die Gemeinde gekommen und haben Sie da reingeklappert. Ja, genau. Und haben aus dem Kontrollrecht jetzt ein Mehrheitsrecht gemacht, in Wirklichkeit. Genau so ist es. Ja. Genau. Ja, die Geschichte mit dem Arbeitgeberbeitrag, das habe ich erzählt. Ich sage, das ist ein unbekannter Irrtum. Also, wenn ich mit Arbeitnehmern rede, dann kriege ich mir darüber, ja, aber das bezahlt mir ja der Arbeitgeber, das schenkt mir, das ist ja praktisch das Eigentum oder Geschenk des Arbeitgebers, ist es natürlich nicht. Auch der Arbeitgeberbeitrag ist ein Lohnbestandteil, ja, ist Teil unserer Arbeit, die wir erarbeiten für den Dienstgeber. Also ist das kein Geschenk, ja, oder es ist schon gar nicht das Eigentum des Dienstgebers, sondern es ist ganz klar Lohnbestandteil. Und sobald das Geld in der ÖBK liegt, in der Unterversicherung liegt, in der Pensionsversicherung liegt, ist es mein Geld, nämlich dass nämlich mit dieser Idee sozusagen, dass der Arbeitgeber mir die Hälfte der Pensionsversicherung bezahlt, würde das dann heißen, dass er sozusagen auch mitentscheiden kann, was ich mit meiner Pension mache. Also das wäre es fertig gemacht. Das kann er natürlich auch nicht. Insofern ist das natürlich ein Blödsinn, wenn behauptet wird, das ist ein Geschenk oder das Eigentum des Arbeitgebers. Also das ist nicht diskutierbar. Und selbst wenn wir sozusagen diese 50%, diesen Arbeitgeberanteil sozusagen als Arbeitgeberanteil, den der Arbeitgeber bezahlt, rechnen würden, ja, machen diese Arbeitgeberanteile in der ÖGK nur 29% aus. Ja. Also bei weitem nicht die Hälfte, denn in der ÖGK haben wir zum Teil die Arbeitnehmerbeiträge logischerweise, ja, also das ist nicht mal zum Arbeitgeberbeitrag, aber wir haben ja viele andere Einnahmen auch. Wir haben Rezeptgebühren, wir haben Selbstbehalte, wir haben Steuern, die wir bekommen und so weiter und so fort, die auch wieder vom Arbeitnehmer bezahlt werden und so weiter. Also das heißt, wenn wir Rückgesetze von Medikamenten bekommen, ja, dann ist das auch wieder unser Geld, das über den Steuertopf kommt. Also das heißt, selbst wenn wir diesen Arbeitgeberanteil sozusagen als Entscheidungsargument den Arbeitgebern zugestehen würden, würde dieser Arbeitgeberanteil nur 29% ausmachen im gesamten Finanzspektrum der ÖGK, nicht 50%, aber sie sitzen trotzdem mit 50% in den Entscheidungsgremien. Super Grafik. Zeigt sehr viel, wie unfair das System eigentlich ist. Genau. Ja. Was sagt der Verfassungsgerichtshof? Das ist einer der wichtigen Punkte. Den lassen wir noch und dann haben wir noch vielleicht Fragen. Ja. Es gibt momentan eine. Gibt es Fragen? Nein, nur Kommentare. Okay. Gut. Ja. Also, natürlich haben wir dieses Sozialversicherungsorganisationsgesetz beim Verfassungsgerichtshof bekämpft und haben versucht, es zu bekämpfen in mehreren Fragen, nämlich in der Frage der Parität natürlich, in der Frage der Zusammenlegung der Kassen insgesamt, aber auch, und das war auch Teil des Sozialversicherungsorganisationsgesetzes, die Frage der Beitragseinhebung, also das heißt, wer kontrolliert, ob die Beiträge, die wir bekommen, auch richtig sind. Also da wollte der Gesetzgeber, dass das von der Kasse weggeht, dass das zur Finanz transferiert wird, also dass nur mehr die Finanz prüft. Und das hätte wirklich entscheidende Nachteile gehabt, denn die Finanz prüft, und das wissen wir, im Wesentlichen nach dem Zuflussprinzip. Also das heißt, das Finanzamt schaut sich an, ob die 1.000 Euro, die ich bekomme, richtig versteuert wurden. Wenn die richtig versteuert sind, die 1.000 Euro, dann ist das Finanzamt schon gut. Wir als ÖGK und wir als Sozialversicherung schauen uns nicht nur an, ob für diese 1.000 Euro der richtige Sozialversicherungsbeitrag bezahlt wurde, sondern wir schauen uns auch an, ob die 1.000 Euro nicht eigentlich 1.200 Euro sein hätten müssen.
Ja, weil kollektivvertragliche Mindestlöhne nicht eingehalten wurden, weil Zuschläge und Zulagen nicht bezahlt wurden und so weiter und so fort, weil irgendwelche Überstundenzuschläge nicht bezahlt wurden und so weiter und so fort. Das heißt, wir schauen uns ganz konkret den Kollektivvertrag, den zuständigen Kollektivvertrag an und schauen, ob sozusagen die Entlohnung insgesamt die richtige war, weil das natürlich eine ganz wichtige Größe im Arbeitnehmer, im Schutz der Arbeitnehmerinteressen ist, weil wenn ich sozusagen statt 1200 Euro nur 1000 Euro bekomme und auch nur 4000 Euro Sozialversicherung bezahle, dann heißt es, ich bekomme, wenn ich krank bin, weniger Krankengeld, ich bekomme in der Pension weniger Pension, ich bekomme in der Unfallversicherung weniger Unfallrente, ich bekomme in der Arbeitslosengeld weniger Arbeitslosengeld, wenn die Höhe des Einkommens nicht stimmt. Und das hätte natürlich den Dienstgebern recht gut gefallen, dass die Finanz dann prüft und nicht mehr geprüft wird, ob sozusagen der Kollektivvertrag richtig eingehalten wurde. Hier hat der Verfassungsgerichtshof zum Glück gesagt, nein, das kann nicht sein. Die Sozialversicherung, die Krankenversicherung muss selber Herr über ihre Einnahmen sein und muss selber kontrollieren können, ob die Einnahmen korrekt sind oder nicht. Also das hat der Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben. Es wäre geplant gewesen, eine funktionäre Prüfung zu halten, allerdings nur für die Funktionäre, die nicht vorher schon 5 Jahre ein Unternehmen geführt haben oder einen JUS-Abschluss oder einen Betriebswirtschaftsabschluss haben. Ja, also das hätte geheißen, dass jeder Unternehmer, der schon 5 Jahre lang Unternehmer ist, diese Prüfung nicht machen hätte müssen und alle anderen hätten diese Prüfung machen müssen. Deshalb lassen die Arbeitnehmer müssen die Prüfung machen, so sie nicht JUS oder Betriebswirtschaft abgeschlossen haben und die Dienstgeber nicht. Und das hat der Verfassungsgerichtshof, also insgesamt diese funktionäre Prüfung hat der Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben. Wir müssen jetzt eine Ausbildung machen, das ist auch in Ordnung. Also ich stehe da auch dazu, dass Funktionäre in der Sozialversicherung auch gut ausgebildet sein müssen. Wir müssen Ausbildung machen, müssen das auch entsprechend nachweisen. Aber dieses sehr selektive und willkürliche Prüfung ist dann gut gefallen. Das ist auch gut so. Die Frau Ministerin Hartinger, die ja sozusagen dieses Gesetz verursacht hat, hat sich auch herausbedungen, ein erweitertes Aufsichtsrecht des Ministeriums. Also das Ministerium hätte, wenn es nach der Hartinger gegangen wäre, in die Tagesordnung, tatsächlich in die Geschäfte der Sozialversicherung Einfluss nehmen können. Auch das hat der Verfassungsgerichtshof also als verfassungswidrig aufgehoben, weil es der Selbstverwaltung widersprochen hätte. Und auch die Punkte der Mustergeschäftsordnung und der Zwangsdelegation von Aufgaben der Selbstverwaltung an das Büro sind als verfassungswidrig aufgehoben worden. Also da haben wir in 5 Punkten haben wir gewonnen. In dem für uns wichtigsten Punkt, nämlich der Parität, da hat der Verfassungsgerichtshof leider mit einer Stimme überhaupt sozusagen entschieden, die Parität ist nicht verfassungswidrig. Er hat nicht gesagt, ob sie richtig oder falsch ist. Er hat nur gesagt, sie ist nicht verfassungswidrig. Es liegt im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, wie er diese Mehrheiten sozusagen entsprechend verteilt. Gut, das muss man zur Kenntnis nehmen. Im Endeffekt hat der Verfassungsgerichtshof immer recht. Das ist leider so. In diesem Punkt eben leider, mit den anderen Punkten zum Glück. Ja, das ist, muss man ganz klar sagen. Ja, es gibt dann noch eine Folie mit den unterschiedlichen Interessen und so weiter. Noch mal zur Arbeit. Kurz mal was dazu machen. Kurz vor halb ist und wir gesagt haben, wir machen Schluss. Jetzt möchte ich das dabei belassen. Wenn ihr Fragen habt, ja, wenn ihr irgendwelche inhaltlichen Auskünfte haben wollt, ich weiß nicht, ob mein Kontakt hinten draufsteht, sonst schickt sie bitte einfach mit noch. Ihr könnt mich bitte jederzeit anrufen und haben Sie irgendwelche leistungsrechtlichen Dinge, bitte melden und wir kümmern uns natürlich. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich noch für Fragen zur Verfügung, wenn es gibt. Einmal danke für deinen Vortrag. Ich habe jetzt noch 2 kleine Fragen, die quasi stellen. Das eine ist, quasi rechnen wir mit Folgekosten durch Covid in den Folgejahren, weil ja quasi viele Krankheiten verschleppt worden oder verschlagert worden sind. Ja, genau. Also rechnen wir auf alle Fälle, weil viele Vorsorgeuntersuchungen nicht stattgefunden haben. Brustkrebs-Screening-Programme sind heruntergefahren worden. Viele Verlaufskontrollen von chronisch kranken Menschen sind reduziert worden. Ja, das wird es mit Sicherheit geben und das wird zu erheblichen Mehrkosten im Gesundheitssystem führen. Das bin ich überzeugt. Ja. Die zweite Frage quasi betrifft quasi die Zusammensetzung der Selbstverwaltung in der BVAEB und in der SVS.
Ein wichtiger Punkt, ja. Genau. Ja. Wie schaut es da aus? Also diese Zusammensetzung hat der Verfassungsgericht, und da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil es eine BVLB-Frage ist, aber diese Zusammensetzung hat der Verfassungsgericht so als rechtswidrig aufgehoben. Also wir interpretieren eigentlich, dass alle Entscheidungen in der BVLB, da sitzen Dienstgeber drinnen, allerdings spannenderweise nur im Verhältnis 7:3. Also das heißt, da sitzen drei Dienstgebervertreter drinnen und 7 Dienstnehmervertreter. Warum? Weil der Fritz Neugebauer sozusagen als wichtiger ÖAPler gesagt hat, in meiner Beamtenversicherung sitzen sicher nicht die Hälfte der Arbeitgeber drinnen, und er hat sich in der ÖVP offensichtlich durchgesetzt, und das geschieht da drinnen. Ist ja wirklich, ja, dass es in der großen Arbeitnehmerversicherung die Parität gibt, ja, und in der Beamtenversicherung nicht. Also das ist schon spannend. Ja. Also die wollten den Roten nicht. Genau so ist es. Ja, ja. Also das Ziel in dieser Nachbeschiebung war ganz klar, rot raus, schwarz, blau rein sozusagen. Genau. Kosten der Versicherung. Genau. Und bei der SVS natürlich kein einziger Dienstnehmer. Da sitzt kein Dienstnehmer drinnen. Also die haben die haben als einzige noch eine echte Selbstverwaltung. Also da entscheiden wirklich nur die Dienstgeber über die Beiträge der Dienste. Also die einzige wirkliche Selbstverwaltung, die wir in der gesamten österreichischen Sozialversicherung noch haben, ist die Selbstständigenversicherung, weil da sitzen wirklich nur Selbstständige drin. Dann danke ich dir mal. Es war super, dass du dich erinnern hast. Ich würde sagen, vielleicht machen wir, wenn du Zeit hast, im nächsten Frühjahr eine nur zum Thema, was hat sich in der Leistung verändert? Gerne. Also das, was du jetzt sagen wolltest, wo ist Dissens? Also so momentane Situation der ÖGK vielleicht. Sehr gerne. Wenn es okay ist. Sehr super. Sehr danke für alles. Ich habe übrigens auch, wenn eine Kollegin schon früher gehen müssen, ein Lob bekommen für den Stadtrat. Das war extrem spannend, und hat sie über diese Hintergründe jetzt überhaupt noch nicht gekannt. Und das kann jetzt, und du warst ja authentisch auch. Also ich kann es auch nicht. Danke, und das ist genauso. Alles klar. Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag, und nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag, genau, haben wir ein arbeitsrechtliches Thema wieder mit einer Kollegin aus der Arbeiterkammer Steiermark, das letztes Mal nicht stattgefunden hat aus gesundheitlichen Gründen. Da geht es rund um das Thema Berufsrecht, und ich hoffe, ihr seid da alle wieder dabei. Wenn wer den Link nicht hat oder wenn wer quasi diese Einladung nicht sieht, bitte schreibt uns auch noch in den F&A-Bereich rein, damit ihr für nächste Woche die Einladung bekommt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut, und bitte Gewerkschaftsmitglied werden unter www.wieder.at. Schönen Nachmittag. Ciao. Okay. Ciao, danke.